Außer die Map sagt. Ja, hallo, Halleluja, Alter. Ich kotze. 97 Wind. Ach du Scheiße, ey. Ja, ich muss es ja riskieren, ne? Boah, so. So easy. Oh, du Scheiße, Alter. Was 97 Wind muss dort auch erst einmal. Ach du Scheiße, das trifft jetzt nicht. Ist das ein Schneesturm? Oh Gott, da kam. Oh Gott, das will. Oh Gott, das trifft mich doppelt, ne? Ich da. Oh Gott, ich darf mich keinen Millimeter bewegen, ne? Sing Halleluja! Was auch immer. LOL. LOL. Der kriegt die Kiste ja nicht, weil er sich nicht bewegen darf. LOL. Nice. Ich werde sowas von miscalculated, Alter. Man sieht's nicht, das ist immer das Gute an den Shots. Scheiße, nein! Okay, Grenade Storm. Ich gehe mal auf Full Luck. Ich gehe mal auf Full Luck und sag, dass das, was von oben runter kommt, trifft. Vor Marcy, vor Marcy, jawoll. Passt, alles safe. Alter Hund, Alter, mich Niki, jawoll. Nico, bester Ding, wenn er nach rechts schießen muss und ein Gegenwind von 90 hat. Alter, Chico hat da zwei Kisten neben sich und darf sie nicht einsammeln. Ist das kernbehindert hier heute, ne? Das ist schon wieder, das ist der Wahnsinn. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jawohl. Ich mach sogar noch. Oh, was kommt denn da alles? Ich darf ihn auch nicht bewegen, ich krieg die Kiste eh nicht. Wacky Balls, wieder so eine geschenkte Waffe, muss man fast schon sagen. Jetzt aber mehr Gegenwind. Nunda? Ich krieg genau das Loch. Random Faktor wie 25 Ball oder sowas. Ne, ich geh oben rum. Ich geh oben rum, versuch auf Daniel zu schießen, dass der Winkel auf Masario geht. Das ist der Plan. Geht ins Black Hole. Das ist der Wahnsinn, was ich da heute treffe, Alter. Das ist der Shit, was ich für Longshots mit High Wind heute treffe. Was ist denn da heute los, ey? Meine Fresse, ey. Du kannst das ja nicht. Das ist, also ich sag mal so, das Rebound ist ein Highlight mit über 1000 Damage. Am Ende verkacke ich es zwar, aber egal. Das Don't Move Tournament, auch das. Kranke Shots. Komplett random. Sowas wie bei 25 Ball. Weißt du, wie das Spray Pattern ausschaut? Oh, close. Close war das. Ich bin ein bisschen einge. Ich hab mich doch ficken, oder? Machen wir jetzt da Ausnahme oder wie schaut es jetzt aus? Beweg dich. Okay, ich fahre nicht weiter wie so. Also, weil sorry, wenn ich jetzt eh verschieße, was eh behindert. Aber. Doch, Alter. Soll ich jetzt drauf gehen oder was? Ich war im Ding drin gestanden. Das geht nicht. Ich fahre dann auch wieder zurück. Also, ich sag mal, im Bumper, Alter. Jetzt mal ohne Witz. Von mir aus. Aber nicht länger wie ich, weil sonst wäre es ja unfair. Ich weiß nicht, wie viel Fuel das waren. Auch kranker Shot. 100 Gegenwind hat er gehabt. Da muss er dann mal den hohen Winkel nehmen. Also mir wurscht. Ich freue mich eher, wenn es dann, wenn es ein guter Shot wird. Oh, das ist hart. Spotter muss genau da durch. Oh, ho, 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 ho. Eine Stärke mehr wäre das gewesen. Oder zwei. Jetzt muss ich erst einmal den Scheiß da treffen.
Eigentlich muss man den hohen Winkel machen, ne? Weil so wäre ja langweilig, ne? Weißt du was, wenn ich mache den hohen Winkel. Muss ich auch ein wenig Spaß machen hier. Ah, das ist zu kurz. Oh, oh! Ja, weil es mehr Spaß macht, ne? Im hohen Shot. Nix mit flach. Alter, es ist unfucking fassbar hier gerade. Oh Mann, ey. Und der nimmt den. Jawohl, easy win. Easy win. Das hat beim Pinger angefangen und hat mit dem Ringer aufgehört. Null Damage. Null Damage und irgendwas mit 120 XP. Oh, Halleluja. Nee. Also ich bin ja gerade größer 45, ne? Ich treffe das nicht im Dribbel. Keine Ahnung, wo ich hinschießen muss, Alter. Ja, scheiße, Alter. Das war gerade kompletter Bräunleck. Ne, Marksman Beam bringt dir nichts. Dann nimmt ja, wenn er schon kein Portal mit dem, dann nimmt er Ding. LOL. Da war voll der Delay, ne? Ha, ha. Holy shit, Alter. Eine Stärke weniger und es wäre drin. Weil das wirkt sich so extrem auf die Flugzeit und den Wind aus. Okay, wer ist denn dran? Ach so, ja, geil. Da steht im Target fast drin. Ja, vielleicht mache ich nur ein, zwei Runden. Ja. Macht ja Bock gerade. Bloß ich muss noch irgendwas lernen. 75 holt er da raus. Gut, oh Gott, an Taser, Alter. LOL, alle vier gleichzeitig haben sie geschrieben. What the fuck? LOL. Ich muss den linken treffen. Ach du Scheiße, Alter. Auch so close wie Chico vorhin. Aber Taser weiß doch nicht, wie weit die beiden Dinger auseinander sind. Machen wir kurz mal Rollo zu. Ich sehe wieder nichts. Aber ich mute mich heute tatsächlich mal. Aber den muss ich mir kurz anschauen, Bouncy Ball. Lol. Das hätte sogar Triple Play. Na, schade. Ne, ich hätte glaube ich nicht mal Chico getroffen. Okay, das ist krass. Das ist sogar Quadra Play. Lol. Habe ich gerade mein Tab-Menü drüber gehabt? Wenn ja, sorry. Deceiver ist die zweite Stufe vom Puzzler. Level 85. Auch nicht unwesentlich gut. Also der ist ja Baffler gefühlt nochmal doppelt so gut. Ja, das machen wir jetzt nochmal, das ist irgendwie geil. Oh, gute Sorblet, können alle vier treffen. Jawohl. 200. Durchs Target durch. Oh. Ja gut, mit dem Ding. Jawohl, nice shot. Ich muss ein wenig Damage machen. Ja, 30. Oder? Ja. Aber das dreht sich halt nicht mit von deiner Standposition. Du könntest ja, wenn du so an der Wand stehst, wäre der X-Achse ja quasi irgendwie so schräg. Und der Y dann irgendwie so, macht das Spiel ja nicht. Ich würde das Spiel doch viel zu hoch zu checken, in wie viel Grad Neigung du stehst. Glaube ich schon. Doch, die wird abgelenkt, aber ich kann nicht sagen, ob das viel Einfluss drauf hat. So, ich probiere was. Ich probiere nicht durchzuschießen. Okay, es war aber ein Fehler, ne? Oh, scheiße. Safe. Jawohl. Oh, lol, oh, boah, Chico hat's voll erwischt. Ja, es muss ja im Voice spielen. Ich habe ja nichts gegen Voice Chat, bloß öfter mal ist es so, der ist mir ohne Voice lieber, weil ich halt ein paar Dämonen hab. Oh Gott, aber warte mal. Das ist alles safe. Wir sind bei 50 Grad, ihr seht's genau, Chat. 49. Ich gehe trotzdem auf 50. Yes. Black Hole Skill Shot. Was reden. Ne? LOL.
Sehr nice bei 80 Gegenwind. Sehr nice. Also ich schreibe mal NS, weil ich habe bei allen anderen auch NS geschrieben statt VNS. Also eigentlich alle mit High Wind, High Angle. Das sind halt die kranken Shots. Muss man sagen. Weil das zu timen auf die Distanz kommt auch noch dazu. High Distance, High Angle und High Wind. Die drei Sachen, wenn du dann das Mini-Target triffst. Oh scheiße. Ich schieße 45 Grad. Und ich darf mich nicht bewegen. Die Regel ist die Regel. Ich fahre nicht. Ich habe mein Fuel-Kontingent von 25 schon verbraucht. Ich hätte aber gern durchgeschossen. Ne, haben wir nie gesagt. Haben wir nie gesagt. Also ich habe zumindest nicht gelesen. Okay, okay. Geht's schon los. Jetzt enttäusche ich erstmal mich. High Wind. Big Target. High Angle. Ich könnte ja so schießen, aber was mache ich nicht? Ich will den hohen Winkel. Es wird beschleunigt wie Saudi Waffe. Das ist das Problem. Es ist eigentlich ein easy Shot, weiß ich. Ich sage, der wird so unfassbar beschleunigt durch die lange Flugzeit, ne? Und der driftet so unfassbar nach links, also in dem Fall nach links, ab. Das ist krass. Deswegen bin ich eigentlich immer für Gegenwind, weil der ist viel geiler auszugleichen. Ja, First Round, ne? Ich hatte das zweite Target, hat er Größe für 130 Pixel oder sowas. Ne, gar nicht 150, ich verschieße es. Ich sage ein bisschen länger, mal 19 Uhr fürs heute, kann um 18 Uhr die Highlights, warum ich um 19 Uhr streamen wollte. Wurde ein wenig spät, ich muss noch was klären. Das kann auch funktionieren. Jawohl. Der kann auch treffen. Nee. Wenigstens noch still alive. Sag ich habe MVP und habe nicht mal das Target getroffen. Das wäre richtig low. Ja, Tatsache, ey. Kein Target getroffen. Und trotzdem MVP. Ist das kernbehindert? Müssen wir gucken. Keiner streamt auf Twitch. Aha, aha. Wir haben die 1,67 Millionen XP geknackt, wir kriegen keine Gears dazu. Und wie gesagt, ich kann jetzt euch nicht sagen, ob die Waffen teurer oder billiger geworden sind. Ich habe alle. Das ist das Problem.